der Toyota Aygo in einer ganz tollen Farbe in Schwarz. Und ich habe eine ganz große Überraschung. In einer anderen Farbe, die wir gleich erfahren werden, kostet das Auto gerade mal knapp unter 11.000 Euro. 10.990? 10.990 Euro, ja. Ja, hier ist der Michael. Grüß dich, stell dich mal vor. Hallo Sven, ich bin's wieder, der Michael Gebel, und möchte dir heute mal wieder eins unserer Fahrzeuge aus unserer aktuellen Werbung zeigen. Neues Fahrzeug, ja, der Aygo als Fünftürer, in dem Fall in der Ausstattungsvariante Connect, die jetzt einfach nur mal umgetauft wird. In Zukunft wird sie Club heißen, aber sich nicht unterscheiden wird von dem Fahrzeug, das wir jetzt hier uns anschauen. Ja, das ist ein Fahrzeug der kleinsten Klasse. Ist es insgesamt das kleinste Auto, was ihr habt? Das ist das kleinste Fahrzeug, das wir bei Toyota tatsächlich im Programm drin haben. Ja, kleiner Motor, Dreizylinder, 72 PS aktuell. Sehr, sehr leicht das Fahrzeug, muss man sagen. Sehr leicht das Fahrzeug und vor allen Dingen ein hervorragender Verbrauchswert. Also hier sind wir in der Realität bei 5 Liter unterwegs. Ich zeige es mal gerade hier für alle, die es wissen wollen. Das ist kombiniert 4,1 Liter, aber realistisch so 5. Und hier haben wir eine CO2-Effizienz von B. So sieht's aus. Sag mal hier, die Leichtmetallfelgen, die sind bestimmt nicht dabei, oder? Die sind dabei zu dem Preis. Echt? Ich sind dabei. Auch, ich kratze auch nicht die Farbe runter. Nee. Das heißt, das ist jetzt zu dem Preis 11.000, was war es, 490 Euro, 480 Euro? 480 Euro, genau. Da sind die Leichtmetall, wie es hier steht, in schwarz. Ist es schwarz-metallic, Uni? Es ist metallic. Ist metallic, so. Das heißt, ich habe auch hinten natürlich den Wischer mit dabei. Ich habe hinten den Bicolor. Ich habe eine Rückfahrkamera dabei. Eine Rückfahrkamera? Ja. Ich habe 4 Räder dabei, wie wir festgestellt haben. Nee, jetzt war Spaß. Also das ich ist, weiß, da, das ist Spaß. Nicht die, ist nicht die billigste Ausstattung. Es ist nicht die billigste Ausstattung. Absolut. Okay, nicht. Nee. Da ist er. Das ist eine sehr gehobene Ausstattung. Ja, in dem es Fall. Ist eigentlich, es gibt ja so Fahrzeuge, die extrem klein sind, muss man sagen, damit sie gut in die Stadt passen, mit allem drum und dran, haben da meistens nur 2 Sitze. Du weißt, was ich meine. Das hier ist auch sehr klein. Wie lang ist das Auto ungefähr? Aber wir haben hier 4 Sitze. Mit über knapp 3 sind wir absolut gut unterwegs. Haben auch mal Platz für uns zwei dort hinten reinzusetzen, ja. Umklappbar hin? Ja, umklappbar. Zeig mal. Ich zeig's dir. So, das ist jetzt erstmal, wenn du mal kurz wartest. Ich hatte mal einen Aygo, muss man sagen, als Firmenwagen. Ja. Ein sehr dankbares Gerät, wenn man Azubis hat, denn das Auto ist extrem übersichtlich. So ist es. Das Fahrzeug ist absolut übersichtlich, aber wir haben hier auch noch mal einen kleinen Helfer mit drin, und zwar die Rückfahrkamera, die wir ja schon erwähnt hatten. Zeige ich ja nachher aber mal gerne noch mal auf dem Display. Umklappen schwierig? Nein, zeig absolut mal. Einfach, und vor allem Dingen, wir haben hier in der Teilung keine durchgehende. So, das war's. Das heißt, jetzt habe ich schon mal genau sehr, sehr viel Platz mehr. Dabei ist auch schon hier das Set, das Safety Kit. Ja, ist mit drin. Ist mit drin, muss ich mir nicht extra kaufen, das heißt getrennt umklappbar. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das Auto hat insgesamt 5 Türen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn ich eine kleine Family habe und so weiter. Wenn du mal hinten einsteigst, du bist knapp 1,80 Meter. Wir haben es nicht getestet. Der Fahrersitz ist jetzt relativ weit hinten, muss man sagen. Der Fahrersitz ist relativ weit hinten, so ist es. Also fast am Anschlag. Was sagt oben die Kopffreiheit? Passt immer noch. Es ist immer noch Platz. Das ist immer noch Platz. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ich komme mal kurz auf die andere Seite, da sieht man es ein bisschen besser. So, da ist jetzt der Michael drin mit einem Sitz, der komplett zurück ist. Hier habe ich richtig Kopffreiheit. So, und was ich auch toll finde, es hat Aufstellfenster hinten. Das heißt, ich kann also ganz, ganz bequem, das zeigen wir gerade mal, die einfach öffnen und habe dann hinten nochmal eine Frischluftversorgung. So ist es, richtig. Typisch für ein Aygo, 5-Türer, Aufstellfenster. Keine elektrischen Fensterheber, aber wir sind hinten. Im Kleinwagen. Ja, ja, jetzt muss man dazu sagen. Ja, es ist ein Kleinwagensegment, was wir drin haben, aber es hat natürlich eine Zentralverriegelung mit drin. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, alles dabei. Also eine richtige schöne Knutschkugel für die Stadt, so muss man sagen, der in der Form als Aygo ein absoluter Hit ist, denn ihr habt ihn mal zusammengebaut, mal mit einer Kooperation, da kann ich mich noch gut dran entsinnen. Das heißt, da kamen richtig Stückzahlen auf den Markt, das Auto ist extrem erprobt. Das Auto ist absolut extrem erprobt. Ich habe ein richtig schönes Beispiel. Ich habe im vergangenen Jahr einen 7 Jahre alten Aygo zurückgenommen. Ich habe zuerst gedacht, ich hätte den Kunden falsch verstanden. Er hätte mir 30.000 Kilometer gesagt. Nee, als ich ihn auf den Hof bekam, hatte er 307.000 Kilometer. Ohne Probleme. Mit dem Aygo. Mit dem Aygo, im Ernst. Absolut. Das hatte noch keiner hier im Haus. Boah, ist das schier. Ich zeige mal gerade hier vorne das Frontbild.
So, das ist das neue Design. Also der kam, wann neu kam der? Vor zwei Jahren? Das aktuelle Design, ja, sind wir in dem Roundabout, schauen wir mal. Plus minus zwei Jahre. Das heißt, ich kaufe jetzt kein Modell, was morgen neu kommt. Es ist kein Auslaufmodell, es ist das aktuellste Modell, was jetzt hier steht. Ja. So ist es. So. Also, die Bezeichnung hat sich geändert. Neuer Name, der alte Wein in neuen Schläuchen, so kann man sagen. Und der heißt jetzt Club. Es ist ein Sondermodell mit drin. Das heißt also, sind schon ein paar Sachen mit drin. Wir gehen mal kurz drauf ein. Hier vorne ist die Bezeichnung, also dann als Club. Im Moment heißt er noch X-Play Connect mit drin. Er hat eine Klimaanlage mit drin, stimmt das? Hat eine manuelle Klimaanlage mit drin, richtig. Hat eine X-Connect Smartphone-Integration, hat eine USB-Schnittstelle, 7 Zoll Multimedia-Farbdisplay, Rückfahrkamera, Lenkradbedienung, elektrische Fensterheber vorne, Lenkradhöhenverstellung. Also, wir gehen am besten mal rein. Es hat noch viel, viel mehr. Hat LED-Tagfahrlicht mit drin, ISOFIX natürlich. Was in der Fahrzeugklasse, weiß ich nicht. Bei den ganz kleinen haben die immer ist ISOFIX? Licht. Es ist Licht. Licht geworden mittlerweile. Zumindest auf den hinteren Sitzen muss eine ISOFIX-Halterung drin sein. Macht doch Sinn, glaube ich. Macht absolut Sinn. So, wir steigen mal ein. Vorne muss ich mal zeigen, der Einstieg ist so phänomenal groß. Also wenn du kurz noch mal rumkommst, ja, dass man das sieht. Wenn hier diese Tür geöffnet ist, ja, dann kommt jeder in das Auto rein, oder? Ganz bequem, ohne großartig Koffer einziehen. Ja. Das ist jetzt vorne, muss man sagen. So, du darfst mal aussteigen. Denn dann steige ich nämlich auch mal ein und gucke mir das Ganze mal an. Wir wechseln mal. Da vorne, so sieht die Tür aus von innen. Also auch eine tolle Verkleidung, ist also nichts so. Und ich komme mal kurz rein. Es hat sich aber das Wetter schlagartig verschlechtert, muss man sagen. Es wird richtig frisch. Ja, wir drehen heute am fetten Donnerstag, den 28. Wenn du mal gerade ein bisschen leiser machst. Da sind wir schon mal direkt bei einer Geschichte drin, die natürlich das Fahren in so einem kleinen Auto. Übrigens, nochmal, ich fühle jetzt gar nicht mehr, dass ich in einem Aygo sitze, sondern es ist innen richtig groß. Beinfreiheit, alles gegeben. Position, Einstellung auf der Fahrerseite. Was wollen wir mehr? Guck dir mal die Kopfhörer an. Ja? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin noch nicht ganz unten. Du bist ja nicht ganz unten. Jetzt. Ja gut, jetzt hast du den typischen Saluia-Fahrsitz eingestellt. Immer ganz immer lässig. Schön tief. Immer ganz lässig. Immer schön tief. Ja, doch. Und das über ist etwas erhöht. Das ist uns noch in dem Aygo geblieben. Das heißt, ich habe ein riesen Display mit drin. Touchscreen? Touchscreen. Touchscreen, ja. Mach mal. Genau. So, das heißt, ich kann also jetzt Bluetooth-Audio machen, kann darüber Radioplayer hören, kann das komplette Audio drüber laufen, freisprechen. Mikro ist da natürlich dabei. Freisprechen, Mikro ist natürlich mit drin. Okay. Bedientaste, rechte Seite des Lenkrades, Gespräch annehmen, Gespräch beenden. So wie sich das gehört. Simpel, ja, einfach ist von der Bedienung. Standard, man muss ja sagen, aber zum Beispiel ein Lederlenkrad, jetzt mal ehrlich, also für, ich sag mal in einer anderen Farbe weiß, für um die 11.000 Euro, das ist schon mal gut. Dann sieht man hier drin, Knutschkugel habe ich eben gesagt. Das dominierende Ding ist hier natürlich der Tacho. Ist der Tacho, jawohl, natürlich. Aber auch hier kann ich nochmal Informationen abrufen, wenn ich das möchte. Durchschnittsverbrauchswerte, Reichweite und so weiter, die ganzen Dinge. Mhm. Ja, Tageskilometerzähler. Okay, das heißt, er zeigt mir die Reichweite in Kilometern an, wie lange mein Tank noch hält, aufgrund meines Verbrauches. Aufgrund meines Verbrauches, ja. Mhm. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Eine 5 ist eine realistische Hausnummer bei dem Fahrzeug. 5 Liter, sagt er. So, hier vorne ist die Klimaanlage mit drin, die Bedienung. Ja. Manuelle Klimaanlage, simpel einfach, AC-Schalter, Temperatur, Regelung, hier kalt-warmer Bereich, Gebläse, Luftaustritt, wo ich es denn gerne hätte. Natürlich Umluft, Frischluft. Tastatur. So, hier vorne sind riesige Halter für die Becher, was ich extrem wichtig finde, gerade bei kleinen Autos. Ja. Fehlen die oft. Das heißt, da weiß ich gar nicht, wohin mit der Cola-Dose oder irgendwas. Dann habe ich hier vorne habe ich natürlich nochmal, warte, ich zeig's mal gerade, ob ich das hinkriege. Das müsste gehen, ja. Da oben habe ich einen AUX-In und habe nochmal USB. Genau. Da kann ich also direkt auch übersetzen auf USB-C und so weiter. Mhm. Habe hier vorne dann nochmal einen rechten Knopf, wenn du da mal drauf drückst. So, und das heißt, hier habe ich dann insgesamt alle möglichen Funktionen. Kommen wir in die Einstellungsmenüs rein, ob das jetzt tatsächlich die Helligkeit des Bildschirms ist, ob es die Verbindung ist zum Telefon oder einem anderen Bluetooth-Player, kann ich alles hier drüber machen. Sind hier Kennzeichen drauf? Hier sind keine Kennzeichen drauf. Keine, schade, ich bin nämlich gerne mal gefahren, aber das Fahrzeug ist sehr leise, wenn du ihn mal kurz anmachst. Ja. Mal. So, er ist sehr, sehr, sehr leise. Also ich hatte ja mein Aygo, muss ich dazu sagen. Sogar ein Original-Aygo. Das ist, den gab es früher mal auch von anderen Fabrikaten. Also der ist sehr, sehr, ihr habt da Kooperationen damals gehabt. Immer noch? Nee. Es gibt immer noch die Kooperation, wobei Toyota natürlich schon gesteigerten Wert auf den Aygo legt und auf die Qualität. Nee, ich wollte nur sagen, es sind die Stückzahlen. Das heißt auch, ich sag mal, in der Kooperation. Er wird aber gebaut bei Toyota.
Er wird gebaut, ja, federführend ist Toyota, das ist aber weiterhin in diese Kooperation. Diese Kooperation. Das heißt, es gibt ihn in ganz großen Stückzahlen, das bedeutet auch, was Ersatzteile angeht, Verfügbarkeit, wenn es den von N-Stück gibt. Also ich kriege hier auf lange Zeit ewige, ich sag mal, Garantie, dass ich das Auto in 10, 15, 20 Jahren noch locker reparieren kann. Sowieso Thema. Bei Toyota. Absolut kein Thema. War bei Toyota noch nie irgendwo ein Thema gewesen. Ja. So, ich meine, wir reden hier über in der Farbe, welcher Farbe ist für 11? Jetzt haben wir hier in Schwarz-Metallic das Fahrzeug. Für 11.480 Euro. Genau. So, den kann ich aber auch schon im Weiß kriegen für knapp 11. 10.990 Euro, ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wirklich nur den Aufpreis für die Metallic-Lackierung. Der Rückfahrkamera? Kann auch von mir aus rauchgrau sein. Hier sehen wir auch die Rückfahrkamera wieder mit Hilfslinien, ja. So, also ein richtig tolles Auto. Servolenkung. Servolenkung, elektrische Fensterheber vorne mit drin. Ja. Und ein Geschwindigkeitsbegrenzer mit drin. Ein Begrenzer, der ist nämlich ganz praktisch. Das bedeutet ein Limiter. Ich kann also dann in der Baustelle sagen, ab jetzt nur noch nicht schneller wie 60. Oder hier 30er-Zone beispielsweise. Ich fahre also tatsächlich nicht schneller wie die 30 km/h, außer ich drehe das Gaspedal komplett durch. Dann hebt er diesen Limiter natürlich auf. Komm, wir steigen mal aus. Dann machen wir die Abmoderation. Also klar, Aygo, das kennt man. Aber ich muss ehrlich sagen, zu dem Preis bin auch ich ziemlich geflasht. Ja, wir stehen nicht ohne Grund hier. Ihr seid seit 1980 Toyota-Händler. Da gibt es nicht so viele, muss man sagen. Das heißt, ihr seid eigentlich Händler der ersten Stunde. Richtig, genau so ist es. Und ja, das andere Jubiläum in diesem Jahr, 60 Jahre Autohaus Klein im Oktober. Und das werden wir auch hier wieder dementsprechend feiern. So, ihr verkauft unglaublich viele Toyotas. Das heißt also, hier im Saarland seid ihr einer der ganz, ganz starken Händler. Aber auch im Südwesten könnt ihr euch nicht verstecken. Das heißt also, ihr verkauft viele Stückzahlen. Diese Angebote, du hast mir eben noch gesagt, für 11.480 oder für 10.990, ihr habt da die Hosen komplett runtergelassen, oder? Dort sind die Hosen komplett unten, ja, absolut. Das heißt, Top-Preis, Top-Ausstattung? Top-Preis, Top-Ausstattung. Und es gibt noch eine schöne Geschichte in Kombination mit diesem Fahrzeug. Ich kann eine Finanzierung anbieten über 36 Monate. Ja. Bei der bekommt der Kunde tatsächlich auch noch 2 Service kostenlos dazu. Wow. Ja. So, das heißt, die kann man anbieten, aber da bitte rechnen lassen. Da kriegt er genau die Konditionen mit allen drum und dran. Das wäre jetzt praktisch ein Barpreis. Oder ich gehe zu meiner Hausbank, da kriege ich ja schon teilweise Angebote, habe ich gesehen, 2%, 3%. Wir waren, glaube ich, noch nicht am Ende. Wenn wir mal ganz kurz noch mal Richtung Preisschild gehen, Sven. Ja. Das Besondere bei dieser Geschichte, wir haben dieses Beispiel jetzt hier einfach mal gerechnet mit einer Anzahlung. Und wenn wir uns das könnte der Gebrauchtwagen sein? Und wenn wir uns, genau, das kann der Gebrauchtwagen sein. Und wenn wir uns den Zinssatz anschauen, mit 0,99% effektiv, wird es für die Hausbank richtig schwer. So, das heißt, die Anzahlungen, die werden hier 2.500 Euro, das kriegt man vielleicht hin. So, und dann hat man 0,99% und das ist ja ein guter Preis. Das ist mit Sicherheit ein richtig guter Preis. Ja. Guter Zins, so ist es. Sag mal, hier ist nur ein Scheibenwischer, ist das schlimm? Nein, ich finde es richtig gut. Ich habe nämlich dann keine Überschneidungen, wenn man der eine Wischer so ein bisschen anfängt zu schmieren. Da ist nämlich eine Spezialmechanik auch drin, muss man sagen. Das heißt, der deckt unglaublich viel ab. Der deckt richtig viel ab, genau. So ist es. So, und hinten habe ich also auch einen Scheibenwischer, habe ich gesehen. Genau, hinten. Habt ihr auch nicht demontiert? Habt ihr auch nicht demontiert? Nee, wir haben so den Witz gemacht, weil man irgendwie denkt, es muss doch was faul sein bei so einem Angebot, ist aber nicht. Absolut nicht. Nee. So, am fetten Donnerstag drehen wir. Heute Morgen war noch richtig schön blau. Und jetzt zieht es aber zu. Man muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr genau, diese Google-Berichte. Wir sind im Autohaus Klein, Toyota. Wenn auch Sie Interesse haben, Probefahrt ist natürlich kostenfrei. Man fährt auch mal gerne mit. Ihr erklärt das Auto auch bis zum Anschlag natürlich mit allem drum und dran. Die Fahrzeuge. Ja, ich lasse den Kunden nicht einfach auf die Straße, drücke ihm den Schlüssel in die Hand. Das passiert hier im Autohaus Klein mit Sicherheit nicht. Prima. Ja, vielen Dank, Michael. Und anrufen am besten vorher für eine Probefahrt? Ja, wäre lieb, damit wir es einplanen können, auch das dementsprechende Fahrzeug zu reservieren. Macht Sinn. Alles klar, Dankeschön. Ja.